Die Dorfbewohner wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Ja, im letzten Part mussten wir uns wieder Haufen von Gegnern stellen. Und natürlich auch den Frauen mit den Kettensägen, die Bella Sisters. Es war ein echt krasser Kampf, muss man sagen. Und, ja, aber wir haben sie besiegt. Auch nach mehreren Versuchen und nach mehreren krassen, blutigen Todesszenen haben wir es dann am Ende geschafft. Und nun gehen wir weiter und schauen, wo wir als nächstes überhaupt hinkommen werden. Ich hab da so eine kleine Vorahnung, was jetzt nun passieren könnte. Aber letztendlich bin ich mir natürlich nicht sicher. Vielleicht irre ich mich auch und das, was ich gerade vermute, kommt erst später. Sah im ersten Moment ein bisschen für mich danach aus. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mal schauen, was die nächste Überraschung für uns auf Lager hält. Da sollen wir rein? Kann man nicht einfach aufs Dach? Anscheinend nicht. Oh, Fässer. Ashley Graham. Die Tochter des Präsidenten. Also ich muss sagen, im letzten Part ging sie mir zwar ziemlich auf den Sack, weil die auch immer aus dem Schrank rausgekommen ist. Erst recht immer, wenn Gefahr droht. Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Fehler vom Spiel ist oder ob ich wirklich auf diese Ruftaste dann wirklich gekommen bin. Ne? Aber ich muss ja, das ist ja immer die, womit ich die Kamera lenke, aber ich muss die ja irgendwie bewegen. Und wenn ich dann aus Versehen vielleicht ein bisschen zu fest drauf drücke, dann kann es natürlich sein, dass man sie aus Versehen vielleicht ruft, eventuell. Weiß man nicht, aber es kam mir oft so vor, als wenn ich sie oftmals gerufen hätte. Als wenn sie von alleine irgendwie rausgekommen wäre. Dann gab es aber am Ende den Punkt, wo sie dann im Schrank geblieben ist, bis die Gefahr vorbei war. Das war natürlich nochmal um einiges besser. Aber gut, wir haben es geschafft. Okay, komm. Okay. Ashley! Habe ich ihn? Oh nein! Ist er jetzt wirklich sowas wie ein Tyrant oder was? Nein! Ach du Scheiße, was? Ja, hier sehen wir nochmal die Bella Sisters. What the fuck? Ja, Alter, der Bürgermeister kommt tatsächlich nochmal und will uns Feuer ins Leder, anscheinend. Ja, jetzt ist ja doch mal sowas wie ein kleiner Verfolger und sowas wie ein Tyrant, aber ja, der darf Ashley natürlich nicht bekommen, auf keinen Fall. Denn wir haben ja gesehen, sonst können wir ihn anscheinend nicht mehr aufhalten. Beilung! Komm, Ashley! Es gibt kein Entkommen. Nein! Alles okay? Ja, nichts passiert. Komm! Mach Platz! Nein! Ah!
Schnell weg, Ashley! Oh Scheiße! Ja. Oh Gott, da sind wir dem Bürgermeister knapp nochmal davon gekommen. Und da kam er mit seinen ganzen Leuten nochmal an, Alter. Das ist doch nicht wahr. Der Typ ist doch crazy, Mann. Vor allem, was er labert. Sie muss gereinigt werden. Nee. Hör zu. Er ist hinter dir her. Wenn er nochmal aufkreuzt, lauf! Was ist mit dir? Ich mach meinen Job. Er macht einfach seinen Job. Ihn erledigen. Sehr wahrscheinlich. Alter, ja. Oh. Ja. 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 Boah, der Typ ist doch... ohne Scheiß, der muss gereinigt werden. Sein Gehirn muss gereinigt werden. Der ist doch gar nicht mehr normal im Kopf. Der Bürgermeister. Bürgermeister Vitores Mendes. Oder wie auch hier im Remake heißt, der Dorfsteher. Alles klar. Ah, guck mal. Ah, ne, scheiße, können wir nicht. Mist. So ein Scheiß, was wir alles mal wieder hier nicht herstellen können, ne? Das ist, wunderbar. Ah, warte mal. Aber, warte mal. Wir haben doch hier ein paar wunderschöne Sachen. Zum Beispiel wie das hier. Edelsteine einsetzen, das können wir doch machen. Nee, können wir nicht. Warte mal, diesmal ein bisschen andere Steine rein. Wie gut, dass wir die nicht verscheuert haben. Ach, bin ich doof. Ich bin auch ein Held, ne? So, jetzt fehlt nur noch eins. Geht das auch? Geht das? Warte mal. Doch, es geht, aber ich glaube, das ist ja nicht so viel wertvoll, oder? Weiß ich gar nicht. Egal, ich verkauf's. Oh nein, warte, da ist noch ein... Ah nee, geht ja gar nicht. Egal, alles gut. Du, willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Sehr gut, Fremder. Alles klar. Im Grab. Besten Dank. Nicht schlecht. Besten Dank. Bitteschön. Oh, können wir das jetzt auch verkaufen? Ah, alles klar. Alte Schlüssel, die wir gar nicht mehr brauchen, können wir auch verkaufen. Dann können wir alter Wegschreinschlüssel anscheinend auch verkaufen. Ein hervorragender Deal. Die Holzbretter? Warum sollte ich die verkaufen? Vielleicht braucht man die ja noch, ne? Ich meine, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber... Naja. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Kann ich noch was kaufen? Ja, Mann! Aber kein Platz. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Oh, geil. Warte mal, wir können diese Schrot kaufen. Ihr Inventar ist voll, bevor sie etwas kaufen können. Das bekommst du erst, wenn du Platz dafür hast. Okay. Shit, ich habe wirklich keinen Platz mehr dafür. Aber da kann ich das hier verkaufen. Da kann ich die Schrotflinte verkaufen. Da kann ich die eventuell ja verkaufen. Eventuell. Alle Objekte außerhalb des Aktenkoffers werden verkauft. Ja. Auf Wiedersehen, Schrotflinte. Du warst ein teuer Weggefährte für uns. Aber wir ersetzen dich. Durch eine bessere. Genau. Ah, das Ding hat den Namen Wumme doch echt verdient. Verarbeite deinen Gegner zu blutiger Grütze. Ja, das auf jeden Fall, du. Oh, Minenaufsätze. Das werde ich sowas schon kaufen. Das haben wir extra für dich aufgehoben. Sehr, sehr schön.
Warte mal. Ah, guck mal, ein Laseraufsatz, der die Zielerfassung erleichtert. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Das ist ja nicht schlimm. Oh, und ein Aktenkoffer. Ein schwarzer Aktenkoffer aus Metall. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe L zu finden. Ja, okay, nee, das brauche ich jetzt nicht. Erstmal das. Ich will das unbedingt haben. Den Laserpointer. Ja, Mann. Wusste doch, dass du dich dafür entscheidest. Auf jeden, hallo? Ein leistungsstarkes Zielfernrohr mit 3 Vergrößerungsstufen. Ja, okay, dafür haben wir nichts mehr. Wo wir unsere Ware herhaben? Ja, ich weiß. Komm jederzeit wieder. Ich komme immer wieder, wenn ich die Gelegenheit dafür bekomme. So, warte mal, jetzt will ich mal austesten. Wo haben wir das denn? Hier! Laservisier, Zubehör, sofort anheften. Geil, Leute, wir haben den Laserpointer wieder. Guckt es euch an. Geile Sache, wir haben den wieder. Cool. Wir haben den Laserpointer wieder, Leute. Wir haben den Laserpointer. Och, Ashley, stell dich doch nicht so an. Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Ja, bestimmt. Oh, wie geil ist das denn? Guck mal, jetzt haben wir den Laserpointer wieder. Boah, das freut mich wirklich. Das ist cool. Geile Sache. Ja, Mann. Der Laserpointer ist back, Leute. Der ist zwar jetzt nicht standardmäßig dabei, so, ne? Aber er ist da. Er ist im Spiel vorhanden. Das ist für mich die Hauptsache. So. Sehr schön. Alles klar. Können wir noch irgendwas herstellen? Ich überlege gerade. Ja, TMP-Muni, warum nicht? So, und das ist unsere neue Wumme. Sieht doch geil aus, oder? Sehr schön. Okay, Leute. Ja, das hier sieht für mich nach etwas aus. Das sieht für mich stark nach Bossfight aus, wenn man sich an das Original erinnert. Abwarten. Ich hab Angst. Ich hab richtig Angst. Vorsichtig. Eindeutig. Eindeutig. Eindeutig, anders kann... Doch, guck mal, Leute, das ist derselbe Raum. Das ist der Raum hier. Das erkennt man wieder. Wie, Ashley, kommst du nicht mit? Ich wollte schon sagen... Ich hab ein bisschen. Leon! Beende deinen zwecklosen Kampf. Überlasse deinen Körper dem Willen unseres Gottes. Bist ein beschissener Missionar. Weißt du das? Gebt mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Leck mich doch. Ashley, weg! Okay. Hasta luego. Gott, ich danke dir für deine Gabe. Du willst spielen? Dann spielen wir. Oh shit! Klar, du gehörst zum Ungeziefer. Oh shit, nein! Oh. Kampf gegen Bürgermeister Mendes! Oh shit, nein, nicht schon wieder, hör auf mich zu packen! Das ist doch nicht wahr hier! In deine Fresse! Und schnell weg! Hässlich! Ja, widerlich. Du bist widerlich. Guck dich mal an. Also Topmann bist du nicht mehr in diesem Leben. Ah, scheiße, du Arsch. Warte mal. Kann ich mich heilen? Ja, ich kann mich heilen, aber warte mal. Hab mal ein bisschen Geduld hier. So.
erstmal erste Hilfe Spray. Okay, ich muss gucken, ich muss überlegen. Weil du hässlich bist. Sag der Richtige. Oh, ich bin auch ein Held. Hallo. Nein. Bitteschön. Na, wie gefällt dir das? Ach du Scheiße! Das war's wohl mit deiner Stepptanzkarriere. Ach du Scheiße, bist ja wahnsinnig! Hier, bitteschön! Na, gefällt dir das? Oh oh. Nee. Das war nicht geplant! Bürgermeister, lässt du die Scheiße wohl sein? Na komm. Haha, getroffen. Alter, die ganze Scheune brennt hier. Wow. Dein Urteil. Bam. Bam. Oh oh. Na komm. Wow! So, komm her! Na komm! Oh nein! Ich hab einen coolen Laserpointer, du nicht! Hey! Pass mit diesen Dingern gefälligst auf! TMP! Oh, keine TMP! Kann ich mich irgendwie heilen? Wäre cool! Na komm! Bring mir zu Ende, Mendes! Aber plötzlich? Ich dachte, wir sind von selben Blut! Du musst vergeben! Scheiße. Ja, wir haben ihn besiegt, Leute. Wir haben ihn besiegt. Hey, kommst du? Ey, zerstör meinen epischen Moment nicht. Mendes falsches Auge. Ja, sein komisches rotes Glasauge oder wie es auch immer war. Bestell deinem Gott schöne Grüße. Leon! Auf Wiedersehen. Bürgermeister Vitoris Mendes. Hey, komm jetzt, es ist gefährlich. Mein Gott, ich will doch nur meinen epischen Moment feiern. Nicht mal das darf man heutzutage. Alter, Ashley, chill mal dein Leben. So. Okay, machen wir, dass wir hier wegkommen. Warte mal, ist der falsche Weg, oder? Das ist eindeutig der falsche Weg. Warte mal, wie kommen wir hier raus? Ach so, hier. Beeil dich! Gern geschehen. Danke.
Feuer sicher bald bemerken. Lass uns weiter. Du, ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Nein, dafür sorge ich. Versprochen. Genau. Da musst du keine Angst haben, Ashe. Wir werden dafür sorgen, dass es nicht passiert. Wollen wir zumindest hoffen. Im Original lief alles gut. Oh, die Brücke ist kaputt. Bestimmt kam der Bürgermeister von dort. Garantiert. Obwohl, nee, warte mal. Das ist... Ah, wir sind ja hier lang gelaufen. Genau, wir sind da lang gelaufen. Und da wäre die Brücke eigentlich... Ja, direkt nach hier hin. Aber gut, sind wir einen kleinen Umweg gelaufen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Ach du Scheiße. Ja. Wir haben den Bossfight dieses Dorfes hinter uns gebracht. Der Bürgermeister ist dead. Los, komm. Moment. Komm, Ashe. Zeit, dass wir hier abhauen. So, habe ich alles? Ja, ich habe alles nachgeladen, was es zum Nachladen gibt. Oh, bis auf die Sniper. Sehr schön. Alles klar. Hauen wir hier ab, Leute. Oh! Oh! Leute! Oh, geil. Oh, ist das geil mit dem Laserpointer. Leute, ihr wisst, wo wir jetzt ankommen. Wir lassen das Dorf hinter uns. Ein für alle Mal. Schöne Aussicht hier. Das muss man sagen. Wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Kapitel beendet. Ja, so kann uns keiner folgen. Das ist wenigstens ein Pluspunkt, aber auch ein kleiner negativer Punkt. Weil dann vielleicht werden wir hier erwartet. Aber von wem? Das werden wir erfahren. Bald möglich. Erstmal speichern direkt. Kapitel 7. Wir sind schon bei Kapitel 7. Kann das sein, Leute? Ach du Scheiße. Und insgesamt hat das Spiel 16 Kapitel. Und im Original hatte das Spiel nur 5 Kapitel, ne? Soweit ich weiß. Ja, ist ein ganzer Abschnitt. Sind ganze Kapitel mehr. Auf jeden Fall als früher. Weiter geht's. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Kommt zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Okay, Ashley. Luis sagt, dass wir... Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Okay. Braucht man ja nicht viel zu erzählen. Zum Burghof gehen. Das ist unsere Aufgabe. Oh, guck mal, wir werden schon herzlich vom Händler in Empfang genommen. Das ist doch mal sehr, sehr schön. Aber warte mal, hier sind noch Fässer. Alles klar. Sehr schön. Ach Leute, das freut mich. Das freut mich. Wir kommen gut voran und ich bin echt gespannt, was das Remake für uns so noch auf Lager hat. Auf jeden Fall. Ich bin da sehr, 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 sehr gespannt. Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Vorher weißt du, dass ich da bin, wenn ich noch nicht mal reingekommen bin. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Gruselig. So, okay. Warum können wir... Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ein sorgfältig gefertigtes Augenprothese aus Keramik lässt sich sicher verkaufen.
Wir können einfach das Auge von Mendes verkaufen. Okay, naja dann. Ein hervorragender Deal. Na dann, was kann ich für dich tun? Find's ein bisschen schade, dass er zu diesem Auge nichts sagt, zu dem Bürgermeister oder sowas. Der Duke hatte mal irgendwie was zu diesen Bösewichten gesagt, die man besiegt hat und dann verkaufen konnte. Alles klar, können wir irgendwas reparieren? Unser Messer können wir reparieren. Geh sorgfältig damit um, okay? Tu ich immer. So gut wie es geht. So, und jetzt können wir auch unsere Schrotflinte mal auftunen. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ich glaube erstmal nicht. Angenehme Reise. Danke. Obwohl, willkommen. Können wir irgendwas kaufen? Ich hab was Neues für dich, Papa. Ja, aber wir können es noch nicht kaufen. Scheiße, wir können es noch nicht kaufen. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Boah, die Broken Butterfly. Oh ja, das ist ja eine, das ist eine Magnum. Die gefiel mir auch im Original schon sehr. Die kann man auch, die konnte man zumindest im Original auch umsonst bekommen, ohne sich mit dem Händler die kaufen zu müssen. Aber mal schauen, ich muss erstmal gucken, ob das überhaupt möglich ist hier im Remake. Nächstes Mal kaufst du aber was, ja? Sag mal, sei nicht so frech hier. Oh, sorry. Nächstes Mal kaufst du aber was, ja? Ich wollte doch nur was gucken. So. Alles klar. Oh Gott, jetzt haben wir die bessere Sniper gefunden und haben nicht genug Cash dafür. Ey, das ist ja mehr als nur ärgerlich, Leute. Mehr als nur ärgerlich. Okay, warte, was können wir herstellen? TMP. Können wir noch irgendwas herstellen? Irgendwas Schönes? Irgendwas Cooles? Warte mal. Wir können noch Pistolenmuni herstellen. Sehr, sehr schön. Klasse! Super! Großartig. Aber Leute, bevor wir hier weitermachen, würde ich tatsächlich sagen, beenden wir den Part. Das ist hier ein perfekter Zeitpunkt. Der nächsten Part geht garantiert auch nochmal heftig die Dutzi ab. Leute, ich bedanke mich wieder bei euch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Im nächsten Part geht es weiter mit Resident Evil 4 Remake. Bis zum nächsten Mal. Ciao!